Wir haben uns daran gewohnt, von den dümmsten Ideologen regiert zu werden. Wir haben uns daran gewohnt, dass Menschen zu Hunderttausenden am Schlachtfeld sterben. Wir haben uns daran gewohnt, dass Spaltung, Missinformation und Hass Einzug halten. Wir haben uns daran gewohnt, zu gehorchen und unsere Lebenszeit zu verschenken. Ja, heute in diesem Video werden wir daraus einen Ausweg zeigen. Video deshalb jetzt sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und gerne reinkommentieren, was du davon hältst. Mein Name ist Hannes. Mein Name ist Benjamin und nicht vergessen, wir haben einen neuen Portfolio Management Masterclass Kurs abgedreht. Völlig kostenlos. Könnt ihr hier unten jetzt sofort anmelden. Nützt die Chance, wenn ihr selber euer Vermögen in die Hand nehmen wollt und von den unglaublichen Bewegungen in den Märkten, die jetzt auf uns kommen, dann zukommen werden, profitieren wollt. Hannes, heute haben wir super spannende Themen wieder vorbereitet. Freitag immer ein super Tag. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem Content. Bis 1864 war es erlaubt, Sklaven auszubilden. Bis heute ist es erlaubt, Soldaten und Angestellte auszubilden. Ja, die Zustände haben sich verbessert. Das System, das Menschenbild der herrschenden Klasse nach wie vor noch dasselbe. 1774 war es dann Maria Theresia in Österreich, die die Schulreform mit der Schulreform das heutige Schulsystem eingeführt hat. Wenige Jahre zuvor waren es die Preußen, die das selber getan haben. Und warum hat man das Ganze gemacht? Und zwar, um Soldaten und Angestellte, Steuerzahler für die Feudalherren auszubilden und zu engagieren. Bis heute hat sich daran dann auch nichts geändert und viele Reliquien in den Schulen, wie die Pausenhof, die Schulglocke und viele andere Dinge erinnern noch daran. Und auch Dinge haben sich nicht geändert, und zwar, dass die Menschen am Schlachtfeld als Kanonenfutter nach wie vor noch zur Ablenkung für dieselben Feudalherren verwendet werden. Ja, schauen wir in die Ukraine, wo die Schlachtfelder mit Blut gedrängt sind. Mit Blut gedrängt sind von Hunderttausenden toten Soldaten, mit Hunderttausenden toten junger Männer für die herrschende Klasse, für die Interessen und die Ideologien der herrschenden Klasse. Menschen bezahlen währenddessen in Europa und den USA mit ihrer Lebenszeit als Arbeitsleistung abgespeichert in Steuern und Abgaben den Staat, der das Ganze dann wieder finanzieren soll. Ja, und uns wird dann brav als Soldaten und Steuerzahler ein Narrativ gegeben, an das wir dann gemeinsam glauben wollen. Solidarisch und in Freiheit und Nächstenliebe natürlich. Und dazu fragen wir dann unsere Feudalherren, allen voran in Brüssel, wie sie es selber haben mit dem Schlachtfeld oder ihre Lieben am Schlachtfeld zu sehen. Film ab! Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Nein. Die sind doch nicht bescheuert. Nein. Zum Glück nicht. Nein. Wir könnten auch weiter fragen, wie viele Tage Scholz gedient hat, wie viele Einsätze Habeck hinter sich hat, wie viel Strack-Zimmermann, wie oft sie die Pistole in der Hand hatte oder Ricardo Lang im Nahkampf an und für sich ausgebildet ist, um eben für diese Werte der Freiheit und Sicherheit von Europa einzutreten. Ja, keine Tage haben sie jemals gedient, ein Schlachtfeld nie gesehen, und dennoch schicken sie Hunderttausende an finanziellen Mitteln, Millionen an finanziellen Mitteln und Hunderttausende Soldaten auf diese Schlachtfelder, um dort zu sterben. Doch was sich jetzt am Schlachtfeld in der Ukraine tut, wird an und für sich ein neues Kapitel öffnen. Ja, neue Kapitel, Dogmen werden uns gegeben werden, wie die Freiheit etc. Aber was wir am Ende des Tages sehen, ist eine Victoria Nuland, die seit Jahren im Hintergrund aus den USA die Fäden zieht und einen Krieg nach dem anderen anzettelt. Verantwortlich dafür ist, dass sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, einfach wie es Habeck sagen würde, aufhören zu leben. Und dann muss man sagen, hat Victoria Nuland als Präsidentin der Interessen der USA ein neues Interesse in der Ukraine gefunden. Und zwar, sie möchte den Oberbefehlshaber des Militärs der Ukraine, Zelenskyj, relativ rasch loswerden, um einen noch verrückteren Kopf dort einzusetzen. Und zwar, es tummelt sich im Hintergrund schon relativ viel um den Herrn Budanov, der dann als neuer Oberbefehlshaber eingesetzt werden soll. Und wenn er seine Aufgabe brav macht, natürlich dann auch den Herrn Zelensky als neuen Präsidenten beerben darf. Und da muss man schon sagen, wer ist dieser Herr Budanov und welche Aufgabe soll er haben? Und dann schauen wir uns weiter wieder einmal die großen Atomkraftwerke in der Ukraine an. Und wenn dann eine
Unfall, ein Anschlag, was auch immer passieren würde, eine radioaktive Wolke Richtung Westeuropa losgetreten werden würde, ja, dann hätten wir natürlich diesen Bündnisfall, den man so dringend aus Sicht der USA, so dringend aus Sicht der NATO unbedingt brauchen würde, um dann endlich den offiziellen Krieg gegen Russland loszutreten. Und eines sollte uns allen aber klar sein, und auch wenn die westlichen Medien etwas anderes berichten, aber eines ist Faktum: Russland hat diesen Krieg in der Ukraine so bis dato klar für sich entschieden. Ja, Russland hat viel einstecken müssen. Russland hat auch natürlich massive Verluste, die es nicht zu beschönigen gibt. Aber dennoch steht Russland wesentlich stärker da in der Ukraine und auf der Welt, als man das im Westen gerne haben möchte. Und zeitgleich dann hat auch die USA noch ein Schuldenproblem. Zeitgleich hat die USA ein Problem, dass ein Präsident Trump den Krieg mit Russland relativ schnell als für beendet erklären würde. Und dass wir 2024 Wahlen haben, sollte auch jedem klar sein. Und damit muss man an und für sich laut Victoria Nuland die Flucht nach vorne antreten und dann auf massive Eskalation spielen. Denn mit dieser massiven Eskalation, mit diesem Bündnisfall, könnte die USA mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ganz klar könnte man die Waffenlobby der USA wieder mal ein weiteres Mal sanieren. Ganz klar könnte man Europa weiter in die Knie und damit in die USA Abhängigkeit reinbringen. Und weiters könnte man dann auch noch vielleicht das Ruder in den Umfragen bei den Präsidentschaftswahlen zu USA noch herumreißen oder, wenn das Ganze nicht gelingt, vielleicht sogar im kriegerischen Aspekt die Wahlen in den USA vielleicht ganz untergraben. Doch zuvor Video teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und unten reinschreiben, wie du glaubst, die Situation weitergeht. Benjamin, wie sieht es in den USA aus? Hannes, ganz viel über die USA gesprochen und da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer drauf ein. Und zwar, der Staat Amerika ist ein Business. Ja, das müsst ihr verstehen. Es ist nicht nur ein Gebilde, sondern es ist ein ganz klares Business. Und eine Regierung hat wie jedes Unternehmen natürlich auch Einnahmen und Ausgaben und leiht sich auch oft Geld über Schulden, so wie wir das eigentlich auch machen. Und bei der Verwaltung eines Landes sollten natürlich alle Steuern, die der Staat einnimmt, besonders bei Amerika oder auch in Deutschland, sollten diese Steuern eigentlich auch alle Ausgaben der Regierung auch irgendwie abdecken. Da sprechen wir über Infrastruktur, Verteidigung, Zinszahlungen auf die Schulden, auf alles drum und dran. Also Steuern sollten eigentlich die Kosten abdecken. Wir wissen natürlich alle, dass in den USA das nicht der Fall ist. Das heißt, es passiert leider eben genau das Gegenteil. Und die USA, wie sie heute ist, ist Rekordschuldner weltweit und auch gleichzeitig hat jedes Jahr ein extremes Minus im Haushalt. Also es gibt ein großes Haushaltsdefizit. Schauen wir uns jetzt mal eine Grafik an, Hannes, und blenden wir ein, was 2020 zu Covid-Zeiten hier passiert ist. Und man sieht hier sehr gut, dass die Einnahmen, die der Staat hatte, die 95% durch die Steuereinnahmen gekommen sind, circa 3,4 Billionen Dollar groß waren. Aber die Ausgaben während den Covid-Jahren waren 6,6 Billionen Dollar. Und insgesamt sprechen wir von einem Budgetdefizit zum Bruttoinlandsprodukt von 16-17%. So, und das sind natürlich extrem harte Zahlen. Jetzt schauen wir uns mal Folgendes an, und zwar zwei Dinge. Was könnte die USA in eine Lage bringen, wie der Hannes schon angeteasert hat, dass die Budgetdefizite wieder explodieren, dass die Verschuldung explodiert, Teil 1 quasi. Und dann natürlich, wie könnte die USA ihr Budgetdefizit, also die extreme Verschuldung und die Ausgaben in den Griff bekommen? Erstens, Steuererhöhungen könnte man machen, ja, schadet zwar den Unternehmen und kostet auch sehr viele Wählerstimmen. Das würde auch sehr viele dazu bewegen, das Land zu verlassen. Also Steuererhöhungen wird keiner machen. Die Ausgaben könnte man senken, der zweite Punkt. Ja, Militärkomplex könnte man kleiner machen, Social Security könnte man runterfahren, aber wir wissen alle, geht auch nicht. Ohne Militär keine Weltmachtstellung, also alles vom Tisch. Beide Lösungen funktionieren also nicht und die einzige Möglichkeit, die die USA hat, besonders im Jahre 2024 im Wahljahr, ist kein Geld eben zu sparen, sondern das Geld mit voller Hände rauszuschmeißen. Und die Kosten werden natürlich immer höher und höher, die Schuldenberge werden immer größer und dann nennt man dann Schuldenspirale. Und was ist eine Schuldenspirale? Ist ganz einfach, es ist ein immer gleicher Zyklus und zwar es beginnt mit Schuldenmachen, darauf gibt es Zinszahlungen, genau das haben wir gesehen, wir haben sehr hohe Zinsen in Amerika. Das wiederum verschärft die Defizitsituation des Landes, also den Haushalt, wird immer mehr zerstört. Und damit ich diesen Haushalt weiterhin am Laufen halten kann, brauche ich noch mehr Schulden. Und genau das passiert derzeit. Das heißt, jedes Land, das diesen Weg historisch bestritten hat und genau diesen Weg geht, ist historisch gesehen immer gescheitert. Und wir haben ja schon mal ein paar Statistiken ausgepackt. Ich packe sie heute wieder aus. 30% vom Bruttoinlandsprodukt, wenn wir das erreichen würden an Defiziten, Ausgaben, dann hätten wir historisch und statistisch gesehen eine Hyperinflation. Auch in einem Land, wo die Weltreservewährung ausgegeben worden ist, so war das immer eine Geschichte,
Die USA, Hannes, hat aktuell 24 Billionen Dollar an Bruttoinlandsprodukt, größte Volkswirtschaft der Welt. Falls die USA also über 7,2 Billionen Dollar ausgeben würde, irgendwann in den nächsten Jahren, hätten wir historisch die 30% geknackt. Und bei Covid waren wir übrigens schon ganz knapp dran. Und dann kommt es historisch zu dieser großen Hyperinflation. Was haben wir aber schon gesehen? Das muss, glaube ich, jetzt ganz wichtig sein für euch alle. Durch die Defizitausweitung der Covid-Krise haben wir sofort gesehen, zack, Inflation ist gekommen. Und genau diese Inflationswelle ist das, wovon wir immer warnen. Das heißt, was könnte das nächste Mal die USA in diese Lage bringen, wo das Defizit explodiert, die Schulden in die Höhe schnallen? Erstens, Hannes hat schon erwähnt, ein direkter Kriegseintritt der USA, Russland, China, wer weiß, was kommt. Aber ein Kriegseintritt würde diese Defizite durch die Decke gehen lassen und wir wären definitiv dort. Könnte man vielleicht sogar China und Russland zutrauen, Hannes, dass man sagt, ja, jetzt können wir die USA in diesem schwachen Moment erst recht absäbeln. Zweitens, eine weitere Pandemie natürlich, weitere Ausgaben könnten uns dahin bringen oder eine Mega-Depression, Rezession wie 1929 oder 2008, die wiederum die Krise aufflammen lassen könnte. Abschließend schauen wir jetzt noch bitte die Grafik an, aktuelles Haushaltsdefizit USA. Und wir sehen hier, wenn wir uns das anschauen, wir haben 6,5% Defizit zum Bruttoinlandsprodukt. Aber wichtig für euch alle ist Folgendes zu verstehen. Man erkennt in dieser Grafik ab den Jahre 2000, dass immer mit schneller werdendem Tempo die Defizite explodiert sind. Und besonders, wenn eine Rezession gekommen ist, also eine echte Krise, dann sind die Staatsausgaben explodiert, die Steuernahmen sind eingebrochen und dann ist die USA in diese Schieflage wiederum geraten. Das heißt, seit 2001 befinden wir uns in dieser katastrophalen Lage, wo immer mehr Verschuldung passiert, die Zinsen steigen, das heißt, wir brauchen noch mehr Schulden, um die Zinskosten zu steigen. Wenn jetzt de facto ein Krieg auch noch ausbricht, Hannes, dann haben wir natürlich genau das wildeste Szenario, weil dann gibt es für die Ausgaben überhaupt keine Kontrolle mehr. Und diese Schuldenkrisen, so wie es die USA derzeit hat, dauern in der Regel 25 Jahre und enden immer mit dem Kollaps und gleichzeitig dem kompletten Vertrauensverlust der Währung. Immer, wenn die Krisengeneration abgeschlossen wird, ist die Währung bankrott. Und wie gesagt, 25 Jahre dauert dieser Zeitraum. Begonnen haben wir das Ganze 2001. Also ihr könnt rausrechnen, was 24, 25, 26 auf die USA zukommen wird. Und das Beste der Ganze daran, natürlich kann man dann auch noch dem bösen Putin, dem bösen Russen die Schuld daran geben und hat die ganzen Probleme natürlich nicht selber zu verantworten. Victoria Nuland ist Garant dafür, dass Krieg weiter eskalieren wird. Victoria Nuland in Amt und Würden ist Garant dafür, dass wir mehr davon in den USA sehen werden und damit darauf können wir uns einstellen. In dem Sinne, Video jetzt sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und eine Sache nicht vergessen, in jeder Krise an und für sich kann man profitieren. In jeder Krise kann man wachsen. An jeder Krise kann man auch über sich hinaus wachsen. Und wenn du darauf Lust hast, die Sterne neu zu ordnen, dein Portfolio endlich selber in die Hand zu nehmen, dann unten anbei verlinkt die kostenlose Masterclass, wo du in 3 Videos an und für sich die größten Fehler lernst, die man jetzt vermeiden sollte, aber auch die großen Chancen, die man jetzt nutzen sollte, beherzigen lernst. In dem Sinne sehen wir uns dann am Sonntag bei einem spannenden Video. Unbedingt einschalten. Dort geht es darum, wie wir alle vergiftet werden, was uns über die Lebensmittel zugeführt wird und wie wir uns davor auch schützen können. Deswegen unbedingt wieder einschalten. Unbedingt einschalten, Leute. Daumen nach oben und meldet euch an für die Masterclass. Bis dann. Tschüss.